das Besondere an alten Hunden ist, dass sie, ja, die sind so weise. Die haben so viel erlebt, die haben so viel zu geben, die haben so viel Recht darauf. Recht auf wirklich würdiges Altern, vernünftige Versorgung, bestmögliche Versorgung. Oder das Altwerden. Das ist ja so gerne eine, das ist ja eine Redensart, die man heute so gerne gebraucht. Nicht? Mir macht das nichts. Das ist nicht wahr. Und wir haben, finde ich, die verdammte Pflicht, alles, was ich nicht selbst schützen kann und selbst helfen kann, die müssen wir unterstützen. Alte Menschen, alte Hunde, das ist völlig gleichgültig. Kleine Kinder. Jeder, der sich nicht selbst helfen kann, denke ich, hat in so einer Gesellschaft Schutz verdient. Und alle, die ich kennengelernt habe, die sich mit so etwas beschäftigen, das sind im Prinzip gute Menschen. Wer gut zu Tieren ist, ist auch gut zu Menschen. Ich habe in meiner früheren Tierschutzarbeit immer wieder feststellen müssen, dass alte Hunde kaum eine Lobby haben. Und dann habe ich ein paar ältere Hunde bei mir selbst aufgenommen. Und so kam mir die Idee, älteren Hunden gezielt zu helfen. Und die sind so dankbar, wenn sie ihr restliches Leben eben geborgen und einfach nur so verbringen können und dürfen, wie sie es möchten. In Liebe, in der Familie, mit anderen Hunden im Zweifelsfalle zusammen und einfach nur gut versorgt. Begleitet eure Tiere bis zum Schluss. Akzeptiert sie in ihren Eigenheiten. Wenn ein alter Hund nicht mehr gerne spazieren gehen möchte, dann kann der auch im Garten glücklich sein. Wenn ein alter Hund oft raus muss, dann versucht ihm das zu ermöglichen. Versucht Lösungen zu finden, bevor ihr sie abgebt. Bedingungslos. Hunde lieben bedingungslos.